Herzlich willkommen im dritten Modul zum Einsteigerkurs von Numbers auf dem iPad. Nachdem wir den ersten beiden Modulen uns ein bisschen mit der Software vertraut gemacht haben, Tabellen erstellt haben, kommen wir nun zu einer der absoluten Stärken, nämlich dem Erstellen und Gestalten von Diagrammen. Dazu habe ich schon mal eine Tabelle aus den ersten beiden Modulen geöffnet, möchte aber noch eine neue anlegen, das heißt ein neues Blatt. Dazu tippe ich bekanntermaßen links oben auf das Plus. Das Blatt kriegt auch einen eigenen Namen. Jetzt geht es, sagen wir mal, um eine Klassensprecherwahl. Ich denke mir dazu ein paar Daten aus, also Namen und Stimmen und 6 zufällig ausgewählte Namen von A bis F. Und da möchte ich auch noch wissen, wie viele Stimmen insgesamt abgegeben werden, habe also auch noch eine Summenzeile. Und dann denke ich mir dazu einfach ein paar willkürliche Zahlen aus. Die Summe berechne ich natürlich nicht von Hand, sondern, wie in den ersten Modulen gezeigt, ich habe da eine automatische Summenfunktion, ich tippe unten rechts auf Zelle, scrolle ein bisschen nach unten im Menü, tippe Summe und weiß, es sind insgesamt 28 Stimmen. Jetzt kommt noch ein bisschen Gestalten in der Tabelle, so gefällt mir das nicht. Wie es geht, habe ich in den ersten beiden Modulen ausführlich dargestellt, deswegen hier nur im Schnelldurchgang. Ich markiere zuerst die Stimmen, denn die möchte ich in dieser Spalte alle in der Mitte haben. Gehe auf den Pinsel für Einstellungen, tippe auf Mittig darstellen und fertig. Passe die Tabelle ein bisschen in der Größe an, durch Ziehen der Ränder. Auch die Spalte ist mir etwas zu breit, das kann ich auch schnell korrigieren. Und dann sieht das auch schon gar nicht schlecht aus. Noch ein bisschen Farbgestaltung unten. Die Summenzeile soll nicht so weiß-grau sein, sondern hellgelb und in dunklerem Gelb. So, dann habe ich die ganzen Vorarbeiten gemacht und kann loslegen. Jetzt geht's ins Diagramm herstellen. Dazu markiere ich zunächst alle Daten, die in dem Diagramm Verwendung finden und tippe dann auf das Diagrammsymbol. Jetzt sehe ich, hier werden mir eine ganze Menge Diagramme angeboten. Ich kann noch ein bisschen nach unten scrollen, da gibt es noch mehr Varianten. Und unten an dem grünen und den grauen Punkten sehe ich, da geht es auch noch nach rechts. Aber wenn ich das mache, dann sehe ich, das sind die gleichen Diagrammtypen, nur in monochromatischen Farbabstufungen. Ich mag es aber schön bunt, deswegen bleibe ich bei der ersten Variante. Und das Ganze möchte ich aber nicht nur zweidimensional haben, sondern ein bisschen räumlich. Das sieht cooler aus, gehe ich jetzt auf 3D und suche mir das Kreisdiagramm aus. Und sofort habe ich schon ein passendes Kreisdiagramm. Das kann ich jetzt ein bisschen in der Größe anpassen, indem ich auf eine Ecke klicke, hin und her ziehe. Ich kann es da reinschieben, wo ich es haben möchte. Die Legende verschiebt sich dabei mit. Ich kann aber auch die Legende alleine verschieben, indem ich die Legende antippe und mit dem Finger durch die Gegend ziehe. Und auch die Legende in der Größe anpassen, indem ich auf den rechten Punkt links oder rechts gehe und dann das Ganze zurechtziehe. Wenn ich auf das Diagramm tippe, dann habe ich in der Mitte so ein komisches Symbol zum Drehen. Dadurch kann ich die räumliche Orientierung ein bisschen anpassen, bis es mir gefällt. Und dann sieht es doch eigentlich auch schon mal gar nicht schlecht aus. Aber ich kann das natürlich auch weiter noch anpassen. So gefällt es mir etwa nicht, dass die Christina, die gewonnen hat, in so einem langweiligen Rot dargestellt ist. Das möchte ich gerne ändern. Und so tippe ich jetzt auf das Diagramm, dann auf den Pinsel zum Gestalten. Jetzt möchte ich gerne die Daten rein bearbeiten. Tippe das an. Dann kann ich mir die Christina auswählen und gehe dann auf den Reiter Datenreihe nach links und füllen. Dort ist das Grau im Moment eingestellt. Ich möchte sie aber gerne in Rot haben als Sieger. Jetzt sehe ich, okay, Elina ist auch schon in Rot. Dann mache ich das gleiche Spiel nochmal für Elina, dass die eine andere Farbe kriegt. Von mir aus in Violett. Ich muss übrigens die Daten auch nicht unbedingt in einer Legende angegeben haben. Ich kann sie auch selber direkt im Diagramm darstellen. Wieder das gleiche Spiel, erst das Diagramm antippen, dann den Pinsel zum Gestalten, Datenreihen bearbeiten, bleiben wir ruhig bei Christina, der Siegerin. Jetzt gehe ich auf den Reiter Beschriftungen und schalte Datenpunktnamen ein und dann sieht man schon, jetzt steht in dem Sektor nicht nur 29%, sondern Christina und die 29%. Das gefällt mir gut, das möchte ich für die anderen auch alle haben, aber natürlich mache ich das jetzt nicht 6-mal einzeln immer das gleiche, sondern ich gehe mal wieder rein, erst das Diagramm antippen, dann den Pinsel, Datenreihen bearbeiten. Und statt jetzt einen einzelnen Datensatz auszuwählen, gehe ich oben auf Auswählen und dann links oben auf Alles auswählen. Jetzt habe ich alle markiert, fertig. Und wenn ich jetzt Datenpunktnamen einschalte, dann macht er das gleich für alle. Und das sieht doch schon viel besser aus. Das nächste, was mir nicht gefällt, ist, dass die Christina da unten so verloren im Posten ist. Das heißt, ich möchte die Reihenfolge der Daten ändern. Das kann ich auf zweierlei Weise machen. Zum einen von Hand, das geht wie folgt. Erst das Diagramm wieder markieren, dann den Pinsel und auf Datenreihen bearbeiten gehen. Ich nehme die Christina wieder raus und die soll jetzt als erstes erscheinen. Und wenn ich jetzt rechts auf den Reiter Daten gehe, dann sehe ich, eine Reihenfolge ist jetzt drittes genannt. Das entspricht der Reihenfolge in der Tabelle. Ich möchte sie aber im Diagramm ganz oben als erstes haben, tippe darauf und zack, ist Christina oben gelandet. Okay, die Farbe ist automatisch wieder geändert worden. Das müsste ich jetzt nochmal korrigieren. Stattdessen setze ich noch Dao, der die zweitmeisten Stimmen bekommen hat, an die zweite Position. Und dann habe ich die beiden Sieger vorne rechts in den großen Sektoren. Dabei sieht man übrigens auch, die Reihenfolge ist die, dass es oben in der Mitte anfängt und dann im Uhrzeigersinn gedreht weitergeht. Anstatt das Ganze jetzt von Hand alles zu sortieren, kann ich es aber auch vorher sortieren. Sonst müsste ich jetzt nochmal ganz von vorne anfangen. Das heißt, ich lösche das Diagramm so schön, wie es war und mache es nochmal neu, aber erst nachdem ich die Daten sortiert habe. Dazu markiere ich die Daten erst, dann gehe ich da oben rechts auf dieses Symbol mit den drei Strichen und das steht schon richtig hier auf dem Reiter sortieren.
Darunter ist allerdings eingestellt, die ganze Tabelle soll sortiert werden. Das ist nicht gut. Dann würde die erste Zeile, wo es steht Name und Stimmen mit reinsortiert werden und die letzte Zeile auch. Stattdessen nur die ausgewählten Zellen sortieren. Und zwar nach folgender Regel. Sortieren nach Namen oder nach Stimmen. Weil nach Namen wäre alphabetisch, das hätten wir schon. Nach Stimmen sollen sie sortiert werden. Angeklickt, umsortiert, fertig. Mit einem kleinen Problem. Im Moment gerade sieht man die Elina, die die wenigsten Stimmen hat, ist ganz oben und die Christina mit den meisten Stimmen ist ganz unten. Das soll andersrum sein, aber das kriege ich durch Tippen von diesem Feld hier ganz schnell geändert. So, jetzt ist richtig, Christina ist oben. Der Rest funktioniert jetzt wieder, wie schon vorher langsam gezeigt. Also ich markiere jetzt die Daten, nehme das Diagramm, wähle das Kreisdiagramm. Dann schiebe ich das Ganze so ein bisschen zurecht, bis es mir gefällt. Erst das Diagramm selber, dann die Legende. Mache die Legende vielleicht auch noch ein bisschen kleiner, ein bisschen die Größe anpassen. Dann ändere ich ein bisschen die räumliche Orientierung, bis es mir gefällt. Die Tabelle da oben, das gefällt mir auch nicht. Der Name steht ja schon oben im Blatt. Dann lösche ich das einfach, indem ich alle Buchstaben lösche. So, die Christina, die gewonnen hat, soll in Rot dargestellt werden. Oh, und was ich vergessen habe, man kann auch einzelne Sektoren so ein bisschen hinausschieben. Es geht mit dem Reiter Abstand von Mitte. Könnte ich übrigens auch mit einmachen, sieht aber bekloppt aus. Aber die Christina als Siegerin kann ruhig ein bisschen hervorgehoben werden. Dann ändere ich noch die Farbe von Benjamin, der auch in den Rot dargestellt ist. Von mir ist es ein blaues, kommt noch nicht vor. Und zu guter Letzt sollen noch alle Sektoren mit den Namen beschriftet werden. Dazu wähle ich erstmal gleich wieder alle aus. Gehe dann auf Beschriftung, schalte Datenpunktnamen ein und mein Diagramm ist fertig. Ja, ihr seht, es ist ganz einfach, damit zu gestalten. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Deswegen mache ich vielleicht auch nochmal später, wenn ich erstmal so mit dem Kurs durch bin, noch im Modul 3b irgendwie weitere Tipps zu Diagrammen. Das erste war es das hier. Die ersten Module sind schon hochgeladen, die nächsten sind in Arbeit. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Erstellen eurer eigenen Diagramme. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.